Nach einem anstrengenden Fußweg sind wir schon fast angekommen. Der Schnee glitzert, das Knarksen der Schuhe ertönt leise. Mein Atem verwandelt sich in glitzernden Dunst. Eine von einer Tanne herabschauende Eule weist mir mit bestimmten Gurren den letzten Weg bis zum Haus. Ein Schneemann begrüßt mich freundlich. Aus unmittelbarer Nähe sehe ich die Familie am Tisch im Wohnzimmer beisammen. Wir sehen Lina, die jüngere Schwester von Eduard. Auf der anderen Seite des Tisches sitzt in einer Decke eingewickelt Evi, die Mama der beiden Kinder, und daneben Luke, der Papa. Eine Kerze brennt. Heute ist der erste Advent. Alle sitzen ganz ruhig und sehen der Kerze zu. Heißer Tee duftet durchs ganze Haus. Wie alle Jahre zu Beginn der Weihnachtszeit ist der erste Advent etwas Besonderes für die ganze Familie. Heute in der Nacht holt das Christkind die auf dem Nachttisch liegenden Wunschzettel. Alle Jahre abwechselnd geht für jemand in der Familie ein besonderer Wunsch in Erfüllung. Dieses Jahr trifft es Eduard. Er freut sich schon das ganze Jahr besonders darauf. Doch Eduard scheint etwas zu bedrücken. Lange denkt er mit gesenktem Blick nach. Mama Evi nimmt ein Buch zur Hand und beginnt, eine Geschichte zu erzählen. Papa Luke trinkt Tee und nascht einige Erdnüsse, die um den Adventskranz liegen. Lina ist mit dem Wunschzettel schon fertig und isst eine Clementine. Gespannt hören sie der Mutter zu. Im Hintergrund hört man ganz leise Weihnachtsmusik. Die Hauskatze Filu liegt eingerollt auf dem Sofa und genießt die Wärme des brennenden Kamins. Draußen beginnt es wieder zu schneien. Die Geschichte, die Mama Evi erzählt, geht langsam dem Ende zu. Es sind nur noch wenige Seiten. Unsere Geschichte jedoch, die geht noch weiter. Mehr erfahrt ihr im nächsten Teil am zweiten Advent.